Hallo und herzlich willkommen zurück zu Punch Club. Wir werden mal zusehen, dass wir... Na doch, wir müssen erstmal ein wenig trainieren gehen, sonst ist wieder schlecht für unsere ganzen Sachen aus. Für unsere Stärke, Geschicklichkeit und Ausdauer. Anstehende Kämpfe können wir leider noch so weit noch nicht mitmachen und da ist es auch schon runtergegangen wieder. Aber wir kommen einfach sonst nicht voran. Wir müssen zusehen, dass wir das so weit weiter hochkriegen. Und dann können wir gleich mal ein wenig loslegen. Aber das will ich wenigstens noch wieder auf 13, das noch auf 11. Das wäre schon nicht schlecht. Dann brauchen wir danach erstmal wieder ein bisschen Energie und Essen. Das da, okay, da kriegen wir alles wieder. Auch nicht verkehrt. Dann nehmen wir das einmal mit. Und wenn das auf 11 ist, komm, ist auf 11, gehen wir einmal hoch. Wir brauchen Energie. Dafür werden wir als erstes mal schlafen legen, kurz. Dann können wir erstmal wieder den Kühlschrank plündern. Das langt. Einmal schnell was essen und dann werden wir gucken, ob wir diesmal ein bisschen vorankommen. Was haben wir denn? Wie viel hatten wir? Ich nehme an. Dann. Einmal gucken. 71. Gibt es noch was mit Kaffee? Bringt uns nichts. Das bringt 17. So, dann werden wir eine Tiefkühlpizza nehmen. Was soll's. Und dann gucken wir mal. Wie viel haben wir denn? Wir können einmal. Dafür kriegen wir Belohnung. Dafür kriegen wir... Achso, damit müssen wir aus... Das müssen wir ausgeben. Da verbessern wir die Sachen, ja. Aber wir müssen erstmal das wieder machen, damit wir Sterne dazu kriegen. Und immer so ein bisschen hin und her. Da wissen wir, können wir noch nicht teilnehmen. Und wieder runtergegangen. Der Tag ist ruckzuck vorbei. Weiß man gar nicht, was man als erstes machen soll. Oh. Energie. Ja, komm. Dann erstmal wieder ein Schläfchen machen. Dann gehen wir wieder trainieren. Das ist echt blöd. Da bräuchten wir noch viel mehr Sachen, dass die beiden das Geschick und Ausdauer auch nicht mehr unter 13 zum Beispiel gehen kann. Aber dafür bräuchten wir viel, viel, viel mehr Skillpunkte. Und ja, das lohnt sich dann einfach nicht. Also da würden wir noch ewig spielen eigentlich, um wirklich so viel Skillpunkte zusammenzukriegen, wenn das überhaupt möglich ist, zusammenzukriegen. Schnell ist eigentlich der Tag rum. Bevor wir hier überhaupt ein bisschen hochtrainiert haben, ist das schon wieder der Tag rum und wir haben schon wieder verloren. Also jedenfalls das, was wir brauchen. Hier vielleicht noch ein bisschen mehr. Da kriegen wir Schick und Ausdauer auch dazu. Bisschen Stärke, aber Stärke fallen wir ja eh nicht drunter. Daher ist das nicht ganz so schlimm. Hier war, glaube ich, Schick und Ausdauer. Jo, das ist im Moment das, was wir brauchen. Beziehungsweise haben wollen. Und dann ist unser... Müssen wir schon wieder was essen gehen und der Tag ist auch gleich schon wieder fast rum. Da haben wir auch schon Hunger. Ich hoffe, es ist noch was da oder müssen wir erstmal was kaufen gehen? Weil die Sachen, die er hier hat, die bringen ja immer nur Energie. Aber dann können wir das einmal. Dann auch nochmal. Was kriegen wir für Energie? 20. Würde ich sagen, nehmen wir den mal. Dann brauchen wir nämlich nicht schlafen gehen. Und dann gucken wir mal, was er noch wieder im Angebot hat. Einen Film drehen müssten wir eigentlich machen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Und Werbung für 900 dazu. Wir werden erstmal Film drehen machen. Und 659 wäre besser. Wir gucken mal auf vierfach machen und hoffen wir mal, dass wir ihn down kriegen. Aber da haben wir ein paar richtig gute Schläge eben bei gehabt. So.
Wir werden weitermachen, weil im Moment gibt es noch gar keinen Preis. Also können wir auch ruhig fortfahren. Da war ein richtig guter Schlag wieder direkt mal bei. Das war auch sehr gut. Jetzt ist wieder so die Sache. Wir bräuchten noch zwei Kämpfe, um hier weiterzukommen. Oder wir gehen einfach, nehmen den Preis und gut ist. Ich würde sagen, im Moment machen wir es erstmal so und gehen da raus. Und dann gucken wir direkt nochmal. Werbung machen kostet 45. Oder wir erhöhen erstmal hier unsere ganzen Sachen. Ist vielleicht auch nicht ganz so blöd. Das kostet 150 und 500. Erhöht tägliches Einkommen. Angeben plus 20%. Das bringt uns hier. Und Preise, das bringt uns hier. Wir machen mal das. Tägliches Einkommen, 50 Dollar. Okay, das ist nicht so der Knaller. Aber viel größeres Problem ist, jetzt haben wir hierfür nicht. Also müssen wir erstmal wieder in 2 Tagen darauf warten, dass das soweit ist. Ja, und die Zeit nutzen wir natürlich, um weiter zu trainieren. Wir haben schon wieder einige Skillpunkte verfügbar, 37, aber ja, ich weiß langsam nicht mehr, wo wir die am besten hinpacken. Am besten wäre es ja, wie gesagt, wenn wir irgendwie Ausdauer, dass das nicht mehr unter 13 fallen kann. Aber das kostet, wir können ja einmal schauen, das wäre so viel, weil dafür müssten wir ja erstmal schon das freischalten. Das zu machen, bräuchten wir hier schon mal direkt erstmal 25. Dann geht es hier weiter und dann sind wir hier noch lange nicht. Weg des Bären, da haben wir ja soweit alles. Ja, mehr Stärke, deswegen, das bringt uns nicht wirklich was. Was haben wir hier? Jeder Schlag, den du blockst, verringert das Geschick deines Gegners 30%. Und hier war... Alle deine Schläge, die ihr Ziel verfehlen, kosten nur halb so viel Energie, wenn aktiviert. Ja, ist auch nicht verkehrt, aber naja. Und wie gesagt, um die anderen Sachen freizuschalten, bräuchten wir halt noch viel mehr Punkte. Kriegen wir vielleicht auch irgendwie mal hin, aber dafür brauchen wir wohl noch einiges länger, um wirklich so viele zusammenzukriegen. Da ist der Tag auch schon wieder rum und unsere Ausdauer und unser Geschick geht wieder runter. Mal irgendwie hier Sachen machen, wo wir beides auf einmal kriegen, das lohnt sich mehr für uns. Da der Tag ja wirklich nicht ewig geht. Ah, jetzt haben wir tägliches Einkommen von 50. Ist nicht so schlecht, aber ist jetzt auch nicht besonders viel, sagen wir es so. Aber natürlich besser als nichts. Einfach so, dass wir es nebenbei mitnehmen. Müssen mal kurz so lange trainieren einfach, bis wir nicht mehr können, beziehungsweise bis der Tag wieder rum ist. Dann können wir uns kurz schlafen legen, um Energie wieder voll zu kriegen. Was essen müssen wir sowieso schon wieder. Dann hier mal eben noch ein bisschen weiter, weil der Tag wird ja wie gesagt sowieso rumgehen und vielleicht können wir es dann wenigstens noch auf 11 und 13 halten, wo wir dann den nächsten Kampf angehen. Ich glaube aber auch anders kriegt man es gar nicht hin. Es kostet halt echt viel Zeit, so die ganzen Sachen hochzuhalten. Aber wie soll man es sonst machen? Wir haben ja gesehen, wir schaffen es sonst einfach gar nicht. Und vor allen Dingen, wie viel wir verlieren hier. Da hat er wieder Hunger. Schnell nach oben, ab zum Kühlschrank. Dann hoffe ich, können wir gleich wieder den nächsten Fight machen. Noch nichts. Ja. Dann, wir können ja auch direkt zur Karte gehen. Na ja, egal. Wo ist denn? Da haben wir den Supermarkt. Einmal zu Finder. Und dann brauchen wir ein Fleisch. Ich will mal den Schrank damit voll. Dann wieder ab. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte im Haus einmal schnell was essen. Zweimal. Was bringt der? Ein Kräutertrank. 50, Kaffee 25. Mal einen so ein.
noch ein Affe hinterher. Das sieht gut aus. Und... ah, wir haben im Moment nicht genug Geld. Verdammt, das ist natürlich nicht so praktisch gerade. Nein, wir brauchen erstmal genug Kohle, um wieder weitermachen zu können. Einen engen anderen Kampf, den wir im Moment machen können. Ausruhen wollen wir uns nicht. Trainieren. Nee, wir können im Moment da nichts weitermachen. Und ja, da kommen wir auch noch nicht weiter. Also erstmal wieder weiter trainieren. Jetzt müssen wir erstmal wieder das Geld zusammenkriegen, um wirklich wieder was machen zu können. Da habe ich natürlich eben nicht dran gedacht, aber da der Koch so lahm ist und uns nicht jeden Tag was da fertig macht, ich glaube nur alle 2 Tage ist da was drin, dass wir da ein Hähnchen und ein Lammkotelett bekommen, aber die nutzen wir natürlich auch ruckzuck. Schnell kann der gar nicht kochen, wie wir das verputzt haben. Nutze ich nicht mehr richtig, also gehen wir zum nächsten. Dann gucken wir weiter. Weiß auch nicht, ob es irgendwie besser wäre, wenn man jetzt nur Stärke hoch machen würde. Aber dann haben wir ja gesehen, dann landen wir zwar mal einen Treffer, aber wir verfehlen halt auch extrem viel, was sich halt dann ja nicht so richtig lohnt. War es schon der nächste Tag. Wieder runtergesackt. Also einmal kurz hier versuchen, das hochbekommen. Wo wir sowieso schon wieder Hunger haben. Aber erstmal wieder auf 11 und 13. Er hat schon wieder Hunger. Wann hat er keinen Hunger, ne? Aber uns fehlt immer noch das Geld, um was machen zu können. Einmal das. Gleich noch eins. Energie passt noch. Wir könnten natürlich auch noch arbeiten gehen. Chinatown brauchen wir nicht. Verlassene Halle. Haben wir da überhaupt? Können wir noch Kämpfe machen? Nee, da warten wir das ja durch. Aber gehen einmal hier arbeiten. Hoffe, das klappt noch. Pizza liefern. Anders kriegen wir im Moment nicht die Kohle zusammen. Einmal mehr brauchen wir noch. Das muss dann aber auch lang. Stoppen. Wir können wieder zurückgehen. Und haben natürlich wieder Hunger. Was auch sonst. Vielleicht 2 essen. Nein! Verdammt, ich wollte Energie. Oh, jetzt habe ich das. Oh, verpeilt. Das war nicht so gut. Oder halt verschwendet, sagen wir es so. Ach, so ein Mist. Ach, wir brauchen ja erst die 500, um das dann machen zu können. Verdiene Geld und Ruhm, ja, aber wir brauchen 100 dafür. Oh Mann. Was machen wir denn dann so lange? Können natürlich auf der Baustelle noch Geld verdienen, aber oh Mann, das ist natürlich richtig ätzend. Vor allen Dingen gehen unsere Skills jetzt halt auch wieder dadurch ruckzuck runter. Ja, wir müssen ja eigentlich noch weiter durchlaufen lassen. Wenn wir nichts dran ändern, dann wird das noch weiter runtergehen. Aber wir brauchen halt die Kohle im Moment. Ich hoffe, das klappt noch. Nein, zu müde. Komm, ey, kurz bevor er da fertig ist. Oh Mann. Das hätte doch wenigstens noch durchgehen können. Essen. Pizza, erstmal lang.
Dann gehen wir zum Trainieren einmal runter. Und dann werden wir mal versuchen, bis zur vierten Runde durchzukommen. Dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Kohle dann rauskriegen können. Aber ja, klappt ja auch noch nicht. Wir brauchen erstmal die 500 Dollar, um überhaupt trainieren zu können. Also erstmal, um wieder den Ruhm dazu zu bekommen. Woher klappt das ja gar nicht. Und da geht's gleich wieder weg, weil der Tag schon wieder rum ist. Eigentlich kann man das gar nicht machen, dass man zwei Sachen wirklich trainiert. Sondern, ja, muss dann sagen, ist dann halt so. Weil wir halt auch viel zu viel Zeit dadurch verlieren. Warum haben wir denn kein Geld dazu bekommen? Wenn nicht Geld, der Tag war doch rum. Sollen wir nicht jeden Tag 50 Dollar dazu bekommen? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja. Ah, komm, bringt eh nichts. Wir müssen ja essen. Vor allen Dingen müssen wir noch die letzten 50 zusammenkriegen. Und Kühlschrank ist wieder leer. Es ist einfach... ja, nicht schön. Der Kühlschrank wird immer leerer. Und ja, wir brauchen 500. Ah ne, wir können für 75 bekommen wir 900. Das bringt uns ja mehr, weil dann können wir danach das machen. Dann machen wir das so. Schön den Affen in der Werbung hier machen. Wenn da 900, dann können wir die Party machen, kriegen wieder was dazu. Und das ist dann so ein Kreislauf, sage ich mal. Nein, nicht hinsetzen. Verdammt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte ja zu ihm, weil jetzt müssen wir das machen. Wir eine kleine Party veranstalten, damit wir wieder Ruhm dazu bekommen. Und ja, danach könnten wir halt rein theoretisch... oh, sind wieder zu müde. Wir kürzen das mal ab. Nochmal hier wieder Energie zu uns. Wollen wir jetzt ja auch durchkriegen. Fortfahren, zum Glück geht das. Ist da nicht abgebrochen. So, die haben wir dazu. Hier machen wir. Könnten wir jetzt machen, aber wir brauchen erstmal wieder volle Energie und Essen. Also erstmal wieder in den Supermarkt. Fleisch kaufen. Tank ist voll. Aber zurück. Wir gehen zu Fuß. Haben wir da 37 und 41. Ja, einmal ein Stück. Wir hätten noch eine Pizza dazu wollen. Und da ein Kräutertrank nehmen. Das sollte lang. Dann werden wir hier mal wieder versuchen und gucken, wie weit wir diesmal kommen. Blöd ist natürlich, wenn wir verlieren, kriegen wir gar nichts. Das ist halt so die Problematik dabei. Okay, der erste Kampf war schon mal nicht so optimal, muss ich sagen. Mal gucken gleich, wie der zweite läuft. Wenn der uns hier beim ersten schon so Probleme macht. Fortfahren. Eis gibt es ja sonst eh noch nicht. Und da mal so richtige Kracherschläge raushauen. Der ging schon mal sehr gut, aber jetzt wird es schwieriger. Wir probieren es. Wenigstens den dritten. 8, 9, 9. 13, 10, 12 haben wir. Aber abwarten. Vor allen Dingen, man sieht ja unsere Gesundheit. Darf man ja nicht aus den Augen lassen. Ah. Ich glaube, wir müssen gleich aufhören, damit wir wenigstens den anderen Preis kriegen. Wenn wir überhaupt den Kampf hier noch gewinnen. Weil, keine Ahnung, er trifft gerade im Moment mal gar nichts. Ja. Jetzt haben wir gar nichts bekommen. Oh Mann. Und wir haben keine Gesundheit, also kann er erstmal essen gehen. Weil das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Dann kann er sich auch ausruhen und Gesundheit, oder kriegen wir sie hier mehr? Ich glaube, hier geht sie besser. Oder? Ja, doch, beim Ausruhen, da kriegt man ganz bisschen, aber das lohnt sich kaum. Dann können wir auch trainieren gehen lieber.
solange wir so viel Energie haben. Und da geht die Gesundheit dann auch langsam, aber sicher ja sowieso über die Zeit höher. Aber dass wir nicht mal den dritten Kampf schaffen, aber er hat auch schon beim ersten Kampf direkt so versagt, dass da nichts bei richtig kam. Also irgendwas machen wir doch verkehrt. Dass der Kreislauf, ja, wir kommen ja gar nicht gegen an und können auch die Kämpfe kaum gewinnen. Also echt extrem schwierig für uns. Aber es kann ja auch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie erstmal noch, keine Ahnung, 200 Tage oder so, damit wir hier unsere Talentpunkte so viel zusammenkriegen, dass wir hier die Skills auch auf, dass wir sie auf 13 halten können. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich der Sinn ist. Oder ob man ein Skill weiter hoch machen muss, ich weiß es nicht. Also irgendein Trick muss es da ja noch geben. Dann kann er da... Och, da geht noch. Ah, die Gesundheit hier wird halt nicht wirklich höher gehen. Der Tag, machen wir da mal wenigstens 10 ist. Aber vorher will er doch... Hat noch gereicht. Dann einmal essen. Und wir müssen eigentlich schon wieder erstmal, dass wir Geld dazu kriegen. Einmal was reinhauen. Gut. Da können wir Kaffee nehmen. Dann können wir, glaube ich, nochmal wieder Werbung machen. 900... Oder erstmal das, 100 und 200. Aber mit unserer Gesundheit bringt das im Moment nicht so viel. Wenn wir erst das machen, danach müssten wir dann wieder das machen. Ja, wir müssen das wieder so rum machen. Anders kommen wir da nicht weiter. Gesundheit geht hierbei wenigstens auch über Zeit ein bisschen wieder hoch. Dann müssen wir uns bei den Kämpfen damit zufrieden geben, dass wir den ersten oder die ersten zwei schaffen. Noch wieder starten. 180 dazu. Ich sage ja, das ist wirklich so ein Kreislauf. 500 ausgeben, 180 dazu kriegen. Ist zu müde. Dann soll er sich mal einen Augenblick ausruhen, weil uns ja halt, wie gesagt, eh die Gesundheit fehlt. Dann ist es auch egal, wenn wir uns Energie da im Moment erstmal holen. Noch ein bisschen. Dann kann er mal kurz hier zu Ende machen. Den da bekommen. So. Das ist halt so. Eigentlich müssten wir hier die ganzen Sachen weiter hochkriegen. Dadurch würde sich halt hier alles steigern und effizienter werden. Aber andererseits, ja, brauchen wir auch die ganzen Dinge. Okay. Okay, ich würde sagen, dann probieren wir das nochmal. Hoffen wir, dass er diesmal ein paar bessere Schläge macht. Diesmal hat es beim ersten Kampf wunderbar funktioniert. Fortfahren und nachdem steigen wir dann wieder aus. Auch wenn die Kämpfe... Ja, eigentlich müsste man jetzt weitermachen, weil... Komm, ich riskiere es noch einmal. Na komm, weiter, noch so eine Schläge. Ja, eins gerade. Na komm, einen richtigen noch. Komm, nein, der führt uns viel Schaden zu. Mach du noch einen richtigen. Ein Schlag brauchen wir noch. Ja, wunderbar. 155 ist jetzt die Frage. Wagen wir es und gehen weiter oder nehmen lieber die 210 Talentpunkte und 50 Ruhm? Ist halt so die Sache. Hier würden wir 315 und 200 bekommen. Ist natürlich schon ein ganz schönes Upgrade. 15, 12. Okay. Wir haben nur noch 155 Gesundheit. Das wird ein harter Fight. Komm, komm, komm. Komm, noch richtige Schläge. Noch ein. Jetzt mit 58. Hau da rein.
Ah, komm, einen richtigen Schlag. Einen richtigen Schlag muss er noch. Ein HP, ich glaub's nicht. Boah, wir haben's. Wunderbar, endlich. Und jetzt nehmen wir auf jeden Fall den Preis. Ich habe fast auf Fortfahren geklickt. Nehmen den Preis. Wunderbar, 315 und 200. Aber unsere Gesundheit ist dementsprechend auch wieder weit runter. Aber an dieser Stelle machen wir auch erstmal wieder Schluss. Ich hoffe, euch hat Punch Club gefallen, denn das ist erstmal die letzte Folge. Wenn ihr es weitersehen wollt, hinterlasst gerne einen Kommentar und auch ein Like. Dann ist es für mich klar, dass ihr es gerne nochmal wieder weiter gucken möchtet. Ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen und sonst sehen wir uns im nächsten Game wieder. Also bis dahin erstmal, tschüss!